Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Steinblock. Jetzt waren ja ein paar Tage Pause, aber der Blocktober ist noch nicht ganz vorbei. Er ging ja sehr spektakulär los und jetzt zum Ende des Oktobers kommt nochmal ein richtig geiler Steinblock. Es geht nach Leipzig, RB Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen. Ich war noch nie im Leipziger Stadion, habe ich Bock drauf, das wird gut, aber es geht erst morgen los. Wir machen hier nämlich einen ganz entspannten Filmabend, ja, die Katze und ich. Und hier geht das besser als mit Ananasstücken der Kuroto-Bibi. Ja, richtig geil. Gibt's auch in so einem Bock, auch in so einer Box, auch mit Jackfruit und Mango. Alles getrocknet. Richtig geil, kann man sich wunderbar reinstecken beim Film gucken. Unser Beste, 5% mit dem Code Lille, N-I-L-L-E. Das schmeckt richtig gut, ne? Also das kann ich empfehlen und ich würde sagen, ich muss jetzt gleich schlafen gehen, denn es geht morgen sehr früh los. Wenn man hört RB Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen, dann denkt man an Champions League und das zu Recht. Ich meine, unter der Woche haben beide noch in der Champions League gespielt und zumindest nächste Woche dürfen beide nochmal, ist es nächste Woche? Ich glaube ja. Nächste Woche dürfen beide nochmal einmal Champions League Luft schnuppern. In der Liga läuft es beide aber nicht so gut. Leverkusen hält es gerade von den Abstiegsrängen runter. Die haben sich den Saison ganz, ganz anders vorgestellt. Und auch der Trainerwechsel zu Xabi Alonso, freue ich mich übrigens sehr drauf, schon der Legende, den heute zu sehen. Aber der Wechsel ist verpufft. Ja, es läuft trotzdem nicht sonderlich gut. Also da ist richtig, richtig, ja, da hinkt man den Erwartungen richtig hinterher. Und auch RB. Gruseliges Licht ein bisschen, ne? So. Egal, ist Halloween. Und auch RB Leipzig hinter den Erwartungen bisher zurückgeblieben ist. Halt hier sehr, weil das mein altes Zimmer ist, das ist komplett leer. Die sind immerhin Tabellenneunter, aber haben sich den Start natürlich auch anders vorgestellt. Dort hingegen hat der Trainerwechsel zu Marco Rose allerdings schon was gebracht, kann man auf jeden Fall sagen, aus den letzten 8 Spielen. 6 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage. Also die sind auf jeden Fall favorisiert heute. Ich bin sehr gespannt. Wird es eher ein Duell von zwei Mannschaften, die Champions League spielen dieses Jahr? Oder ist es dann doch eher ein Tabellen-9. gegen 16. Spiel? Wir werden sehen. Es ist jetzt 6.20 Uhr. Ich werde gleich abgeholt und dann geht's auf nach Leipzig. So, in Leipzig sind wir schon mal. Schick hier. Noch so ein Park. Schick, so dass hier ist, glaube ich, jetzt ein bisschen die Stadt. Schöne australische Klänge. Hier das Bogen. Wir sind hier doch ein Reiseblock heute. Man vielleicht merkt, war ich noch nie in Leipzig, aber es ist sehr interessant hier. Auch so ein künstlicher Baum, lila Teppich. Schon ganz nett. Wir suchen jetzt gerade was zu essen, haben wir auch 3-4 Stunden bis zum Spiel. Gucken uns ein bisschen die Stadt an. Ja, weiß Leipzig zu gefallen. Und wir haben das Wichtigste schon gefunden. Erstmal rein. Lass noch einen Spielschal von Madrid kaufen, auch wenn wir gar nicht da waren. Hier mit allen Unterschriften. Wie so Pausentrikot. Guck mal, es gibt auch RBLZ Gaming Trikots hier. Einfach Ronaldinho getroffen. Das ist Ballkontrolle. Aber der ist ja nicht mehr, glaube ich, ne? So, das hier ist unser kleiner Fußballstammtisch geworden, direkt am Marktplatz. Hier wird schon eifrig diskutiert. Tipps holen wir gleich ein. Schmeckt das Essen? Sehr gut. Sehr gut, sehr schön. Uiuiui, was ist das denn hier? Oder war hier früher dieses Zentralstadion in dieser Kuhle? Das könnte sein. Ich weiß nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre hier das Stadion gewesen. Und da ist dann das Stadion. Sieht schon cool aus. Bisschen wie in Berlin, da ist auch so eine riesen Rasenfläche vorher. So, wir stehen hier jetzt vor dem Stadion auf der Fläche. Die Gelegenheit nutze ich. Was tippt ihr heute? RB Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen. Ich würde sagen 2-1 Leipzig. Ich würde sagen knappes 3-2 für Leipzig. Viele Tore gefällt mir. Ich sage 2-2. Ich hoffe sehr, dass die Mannschaften so spielen, dass sie auf Champions League Niveau spielen und nicht wie in Tabellen 16 oder Tabellen 9. Aber wir werden es sehen. Wir gehen gleich rein. Ich bin gespannt. Man muss ziemlich weit hochlaufen. Aber es sieht schon ziemlich cool aus hier. Was ist eure Quick-Fazit zu Leipzig bisher, zur Stadt? Kann man machen. Schöne Stadt. Sagst du? Ja, gefällt mir auch. Ja? Das ist eine schön. Ansehnliche Stadt. Toll. Ja, ist so. Geiler Verein. So, hier geht's rein. Da hinten ist es. Wir sind jetzt schon im Stadion. Also Tickets wurden schon gezeigt. Es sieht nicht so aus. Schmeckt das Bier? Kurze Zwischenfrage. Kann man trinken. Kann man trinken, na immerhin. Das hier ist schon der Stadionbereich. Alles Open Air. Ganz cool. Und da hoch müssen wir noch irgendwie. Reihe 6. Reihe 5, Reihe 4, das ist unsere. Junge, das ist schon nice. Da sind schon geile Plätze. Oh, die Tore kommen auf. Gelassi! Ist doch verletzt, Mann. Da war nicht.
Schon ein geiles Stadion, muss man sagen. Leipzig, komm rein. Ich kann ja auch keiner entscheiden, für wen heute ist. Ich habe ja 2-1 gesagt. Ein Tor Thibaut Werner. Das andere macht Diallo. Alles klar. Und für Leipzig trifft Andrich. Für Leverkusen trifft Andrich. Currywurst ist auch richtig, richtig gut. Das ist auch keine Bratwurst, einfach gehäckselt. Das ist eine richtige Currywurst. Hat man nicht so oft. Das ist schon nice. Da sieht das cool aus. Der noch nie für uns gespielt hat. Unser Mann mit der Nummer 13, Röhrjan Kulaschi! Mit der Nummer 2, Mohamed! Runde Nummer 4, Willi! Mit der Nummer 11! In Gedenken an Werners Seelenbinder, kenne ich jetzt nicht, keine Ahnung. Hätte gedacht, heute kommt eher was für Mathe-Fitz, aber ja. Kann ja mal jemand in die Kommentare schreiben, wer weiß, wer das war und was der mit RB Leipzig zu tun hat. Samstag 15:30 Bundesliga. Jawohl. Ich hab Bock. So, Ball rollt und Leipzig. Fans. Wir machen schon ein paar mit. Wir sitzen ja auch ein Stück weg. Das ist echt ganz ordentlich eigentlich. Ich weiß nicht, ob keine aktive Fans hier mitgereicht haben oder so. Ich sehe auf jeden Fall keinen, aber ich höre sie auch nicht. Ein bisschen überraschend. Vielleicht kommt die noch, vielleicht sind sie im Stau oder sonst was. Da ist die Legende. Okay, erstmal Freistoß. Aber da steht der Xabi Alonso wild am Diskutieren. Passiert hier was? Nee. 10 Minuten rum. Bisher keine gefährlichen Abschlüsse. Oh, vielleicht erst der richtige Abschluss. Sehen wir als Torschuss. Leipzig-Fans bisher absolut solide. Kann man nichts sagen. Ist okay. So, mal wieder ein Freistoß. Schon gleich Halbzeit. Nein, nicht ganz. Das ist wirklich recht stabil. Das alles nicht so, aber das schon. Oh. So, Nachspielzeit läuft. Von der ersten Halbzeit 1 zu Leipzig war nicht so, ne? Tolles Spiel. Tolles Spiel. Ja. Am
noch nie ein besseres Fußballspiel gesehen. Nee, war echt schlecht. Muss man ganz ehrlich sagen. Das war ihr Abschiedskampf als Champions League. Wir haben übermorgen November und ich habe ein T-Shirt an und es ist nicht kalt, das ist ganz kalt. Wetter ist gut. Stadion ist gut. Hof ist gut. Man muss aber die positiven sehen im Leben. Wechselgesänge hier. Verletzungsunterbrechung. Zweite Halbzeit auch leider nicht besser als die erste. Junge, Junge, ist das schlecht, was Liverpool heute macht, ey. Ganz ehrlich, so spielen die wie ein Abschiedskandidat. Jetzt verlangt. Schießt nur mal. Noch ein Foul. Einmal mit Tempo und Angriff spielen. Ja, aber noch nicht in die Richtung mal. Hier drüben ist er. Da unten. Guter Ball. Und direkt rein. Und Elfmeter. Eine Stunde noch. Es erinnert mich sehr an so eine Maus, an eine Katze, die mit so einer Maus spielt, ab und zu so die Katze rauflegt, dann hochnimmt, guckt, was die Maus macht. Die Maus kann nichts machen und dann kommt die Katze wieder drauf. Und das macht dein Leben mit Leverkusen. Das ist nicht schön anzugucken. Zu Hause. Kurzes Fazit noch, das habe ich vergessen. Tour an sich geil. Stadion nice, Essen nice, Stimmung echt gut, muss man sagen. Leverkusen weiß ich nicht, ob das alles war. Das, wie gesagt, von meinem Platz aus oder unserem Platz konnte man nicht so richtig sehen. Aber ich habe auch keine Trommeln gehört und so. Das schreibt mal in die Kommentare, wer da mehr weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der normale Auswärtssupport von Leverkusen ist. Die haben doch auch eigentlich ganz vernünftige Fans zumindest. Ich kann man natürlich nicht mit so ganz großen deutschen Fans hin vergleichen, aber das war irgendwie ein bisschen schwach. Spiel war eine Katastrophe, Leipzig war besser. Leverkusen war leider echt erschreckend schwach. Leipzig hat aber auch nicht wunderschön Fußball gespielt, mussten sie auch nicht, haben die Punkte geholt. Fair Play. Ja, Stimmung war gut, Leipzig war gut. Die Stadt ist wunderschön, muss man echt sagen. Unterm Strich bleibt eine gelungene Auswärtstour. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da. Es kommt noch geile Vlogs, auch mal wieder mit Holstein-Beteiligung in nächster Zeit. Und ja, ich werde jetzt schlafen gehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Gebt einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und tschüss. Aber. Wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.